Es gibt noch eine Möglichkeit, Anreden in den Seriendruck einzufügen. Ich setze hier mal als Referenz die Grußzeile. Hier sieht man dann, da muss ich noch die Vorschau der Feldfunktion ausschalten. Hier sieht man, wenn man durchklickt, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Müller und sehr geehrte Frau Meier. Das Ganze wollen wir jetzt mit einem sogenannten Wenn-Dann-Sonst-Feld lösen. Dazu brauchen wir hier die Regeln und hier finden wir auch die Position Wenn-Dann-Sonst. So, wir brauchen einen Vergleich mit der Datenquelle. Hier bietet sich natürlich der Titel an, weil vom Vornamen, Nachnamen kann man natürlich nicht ableiten, Mann, Frau. Das ist schwierig, also bleiben wir beim Titel, weil hier können wir gleich sagen, wenn der Titel gleich Frau heißt, dann schreibt er sehr geehrte Frau. Wichtig ist hier noch ein Leerzeichen zu machen. Das wäre jetzt der erste Punkt. Dann nichts verändern, sofort wieder auf Regel. Wenn dann sonst, hier sagen wir diesmal Titel gleich Herr. In der Datenquelle steht Herr, nicht Herrn. Aufpassen, wenn in der Datenquelle Herren steht, dann muss hier natürlich auch Herren stehen. Sonst findet er den Vergleich nicht. Hier schreibt man jetzt sehr geehrter Herr wieder ein Leerzeichen dazufügen. Das ist wichtig für später. Und dann sagen wir wieder okay. Und eine dritte Regel, wenn dann sonst, wenn der Titel gleich leer ist, also hier nichts reinschreiben, dann schreibt er rein, sehr geehrte Damen und Herren. Gut, wie wirkt sich das jetzt aus? Wir scrollen mal hier durch. Also hier bei der Frau steht sehr geehrte Frau, hier steht sehr geehrter Herr und hier steht sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt fehlt aber noch was, und zwar beim sehr geehrten Herr natürlich der Nachname und das Ganze können wir ergänzen mit dem Komma. So, dann schauen wir es uns mal an, ob alles hingehauen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, Komma, sehr schön, so wie oben. Dann sehr geehrter Herr Müller, auch mit dem Komma an der richtigen Stelle. Und sehr geehrte Frau Meier, passt wunderbar.